Die Europaschule war am 31. August 2023 Startpunkt der Stadtteilbefragung Lauchhammer Mitte, organisiert vom Quartiersmanagement. Bürgermeister Mirko Buhr informierte die Anwesenden über die umfangreichen Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen. Für knapp 1 Million Euro entsteht eine komplett neue digitale Infrastruktur. Alle Schulen sind per Server über Breitbandinternet mit dem Rathaus vernetzt. Europaschule und Oberschule verfügen bereits über digitale Tafeln. In den Herbstferien werden damit auch die Waldschule und die Gartenschule ausgestattet. An der neuen Geschäftsstelle der fusionierten Generationswohnungsgenossenschaft berichtete der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende Jörg Gärtner über Vorhaben und Ziele im Stadtumbau. Aktuelles Projekt ist das Wagnereck. Für 9 Millionen Euro entstehen hier moderne Sozialwohnungen. Die 2- bis 4-Raumwohnungen werden alle mit Fußbodenheizung ausgestattet. Im Objekt sind 2 Aufzüge vorgesehen. 2025 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Der Bürgermeister informierte am Waldstadion über die in Kürze beginnende Erneuerung der Zufahrt. Das Waldstadion ist dann bis zum Jahresende von der Straße am Waldstadion zu erreichen. Ein Problem ist das Areal des abgerissenen alten Rathauses an der Weinbergstraße. Hier wird immer wieder illegal Müll entsorgt. Jetzt wird über Maßnahmen nachgedacht, den Zugang für Fahrzeuge zu erschweren. Auch der Stadtgarten ist ein Sorgenkind. Immer wieder kommt es zu Vandalismus. Aufgeben wollen aber Quartiersmanagement und Stadtteilgremium nicht. Am 3. September ab 10 Uhr findet hier ein öffentliches Frühstück mit Pflanzentauschbörse statt. An der Sonnenapotheke plant das Quartiersmanagement eine resiliente Infrastrukturmaßnahme. Dabei handelt es sich um eine klimaneutrale, begrünte Sitzgruppe aus Holz. Entsprechende Fördermittel sind bereits beantragt. Letzte Station der Stadtteilbefahrung war das Mehrgenerationenhaus bzw. Vereinshausdomizil. Hier beginnt im September ein weiterer Bauabschnitt. Die kompletten Außenanlagen werden saniert und behindertengerecht gestaltet, so Bürgermeister Mirko Buhr.